Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Weebler Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Dienstag erscheint Diablo 3 endlich für PlayStation 3 und Xbox 360. Schaut euch bereits heute die ersten beiden Teile unseres Let's Play Togethers an. Darauf folgt der Mittwoch mit Brothers: A Tale of Two Sons vor PlayStation 3 sowie das lang erwartete Killzone Mercenary für die Vita. Auf den Donnerstag warten die Gartenfreunde wohl seit dem letzten Farmville-Update, denn es erscheint der Landwirtschaftssimulator 2013 für die gängigen Konsolen. Den Abschluss macht der Freitag mit LEGO Legends of Chima Laval's Journey für DS, was ein Titel, sowie Achtung Rambo, das Videospiel. Ich rate dazu, erste Tests abzuwarten. Damit sind die Release-Termine aber bereits abgefrühstückt und wir kommen zu den Gaming-News. Das TV-Feature der Xbox One wird wohl doch keine Goldmitgliedschaft benötigen, doch man muss weiterhin in Amerika wohnen, um alle Features genießen zu können. Das Download-Game Plants vs. Zombies 2 hat jetzt bereits die Marke von knapp 25 Millionen verkaufte Spiele geknackt. Diese Marke stellte der erste Teil während der gesamten Laufzeit auf. Nintendo wird mit dem Nintendo 2DS ein neues Handheld veröffentlichen. Der Clou: man kann sowohl DS als auch 3DS Spiele spielen, letztere aber ohne 3D-Funktion. Weiterhin kann man den 2DS nicht mehr klappen. Dafür wird das Gerät sehr günstig werden. Den Link zum offiziellen Trailer findet ihr in der Beschreibung. Leider hat das Nintendo aber nicht geschafft, einen zweiten Analogstick zu platzieren. Nintendo Boss of America Reggie äußerte sich zur Konkurrenz mit den Worten: Neu sein ist nicht genug. Ich sage dazu, gut, dass Nintendo auch das erkannt hat und damit versteht, wieso sich die Wii U wie ein Anti-Warzenmittel verkauft. Das Einzige, was uns Nintendo diese Generation geschenkt hat, ist die Marketinghülse Launch Window. Aber zum Glück ändert sich der Softwarenotstand der Wii U durch gute Eigenproduktion noch in diesem Jahr. Die Xbox One glänzt bekanntermaßen durch Sprachkommandos, die aber leider nicht für alle Länder funktionieren werden. So werden lediglich Deutschland, Amerika, Kanada, England und Frankreich zum Launch unterstützt. Für alle, die sich wundern, wie sie ihre Spielstände aus den Vorgängern in den neuesten Teil der Dragon Age Serie namens Dragon Age Inquisition importieren können, kam diese Woche die Erklärung: gar nicht. Dennoch wird man durch das The Keep genannte Feature die Möglichkeit erhalten, alle getroffenen Entscheidungen noch einmal zu treffen. Sprich, jeder wird noch einmal in die Story der Vorgänger eingeführt und kann ähnlich der interaktiven Comics aus den Mass Effect Spielen an bestimmten Stellen Entscheidungen treffen. Ein Link, wie ihr euch das vorstellen könnt, findet ihr in der Beschreibung. The Last of Us hat diese Woche ein neues Update bekommen. So gibt es für den Multiplayer einen neuen Spielmodus, der sich Verhör nennt. Dort müsst ihr 5 gegnerische Spieler verhören, um Informationen zu ihrem Versteck zu erhalten, welches ihr danach ausräumen müsst. Das Beste daran ist, dass es kostenlos ist, aber leider blieb Naughty Dog die für den August versprochenen Informationen zum Story-DLC schuldig. Der Preis der Wii U fällt im September um $50 in Amerika. Auch Europa wird mit einer Preissenkung bedacht. Ich denke, Nintendo krempelt die Ärmel hoch und packt die harten Bandagen aus, um für den Dreikampf im November gerüstet zu sein. Borderlands 2 bekommt eine Game of the Year Edition im Oktober. Es wird alle bisherigen DLCs enthalten, also wenn ihr es bisher verpasst habt, ist das ein super Angebot. Bei einem iranischen Turnier der World Cyber Games wurden alle weiblichen Champions des MOBA League of Legends gebannt, da diese durch ihre Freizügigkeit gegen die iranischen Gesetze verstoßen würden. Ich sag dazu, wer sonst keine Probleme hat. Gerüchte über einen Xbox One Launch zum 8. November haben sich als falsch erwiesen, aber einen genauen Termin blieb Microsoft schuldig. Ich frag mich, ob das eine gute Entscheidung ist, bis im November zu warten und von einem Tag auf den anderen zu sagen, morgen ist sie im Regal, könnt ihr kaufen? Platinum Games, das Studio hinter dem bald erscheinenden Wii U Titel Bayonetta 2, glaubt nicht an einen dritten Teil und ich denke, jemand sollte dem Studio bei ihrer PR-Arbeit helfen, denn kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Spiels nicht an die Möglichkeit eines weiteren Teils zu glauben, stellt das Spiel nicht gerade im besten Licht dar. PlayStation 4, wenn ihr ein Spiel für die Konsole via Handy kauft, dann wird simultan die heimische Konsole eingeschaltet und startet den Download. Ähnliches ist ebenfalls für die Xbox One geplant. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der heutigen Gaming News. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.